Hallo, Hallöchen zusammen, Ruppi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, recht herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Unboxings dieser Feathered Dinosaurs Premium Box aus der Serie Discover Dinosaurs. Im ersten Teil haben wir hier schon diesen Deinonychus ausgepackt und besprochen. Heute machen wir weiter mit der nächsten Figur. Und was ich beim letzten Mal vergessen habe zu zeigen, ist noch dieses Beiblatt. Hier kann man nämlich sehen, wie die Figuren in den Blistern drin liegen. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Ihr habt es ja gesehen, ne? Der erste Blister ist mir schon komplett durcheinander gefallen. Und hier kann man sehen, wie die Figuren und die Unterlagen reingelegt wurden, damit man das Ganze auch wieder zusammenbekommt. Man kann die Figuren natürlich dann auch so in die Box reinstellen. Aber wenn man sieht, wie zum Beispiel unser Kollege T-Rex, kann man das eigentlich sehen? Wie der hier so drin liegt, mit den Basen und so weiter und so fort und die anderen Dinos, dann kriegt man das ohne Anleitung eigentlich fast nicht mehr so rein, wie es original verpackt war. Ne? Drum finde ich das ziemlich gut, dass sie das hier auch noch mit reingelegt haben. So, mit was machen wir heute weiter? Ich würde sagen, mit diesem Oviraptor. So sieht das Ganze aus und ihr wisst ja, die Dinger sind hier wirklich so dargestellt, wie sie auch tatsächlich bemalt sind. Oft ist es sogar so bei Colorata, dass die Figuren besser sind als die Abbildungen. Ne? Das ist doch mal was Positives. Allerdings, wenn ich sehe, wie unser Oviraptor hier auf seiner Base, ja, tippelt, den Stehen, kann man hier nicht unbedingt sagen, oh, da bin ich mal gespannt, wie das bei unserer wirklichen Figur aussieht. Alles klar, also Oviraptor, haben wir hier eine Beschreibung von 3 Metern Länge, wurde gefunden in der Mongolei und hat wohl in der späten Kreidezeit gelebt. Hier sehen wir auch noch eine kleine Karte mit dem Fundort. Ne, finde ich praktisch, hier haben wir auch noch einen englischen Text, kann man also sehr gut verstehen, was hier geschrieben wurde. Also heute der Oviraptor. Und bevor wir uns die Figur anschauen, werfen wir hier einen Blick auf die Base. Ja, die typische Darstellung halt, Oviraptor mit Eier, wo man damals dachte, er wäre ein Eierdieb. Dabei hat er vermutlich gerade auf den Eiern gebrütet oder sie bewacht, beschützt, wie auch immer, bevor irgendein Unglück passierte. Ja, hier haben sie einfach ein bisschen eine Anhäufung gemacht. Die Eier stecken hier ja senkrecht im Boden drin. Krass. Und den Rest haben sie hier mit ja so weißgrauen Felsen gemacht, ein bisschen eingefurcht, noch ein bisschen so senffarbig die Lücken bestrichen und fertig ist das Oviraptor-Nest oder Gelege. Und wenn ihr denkt, das hier sind zufällige Farbschmierer, ihr könnt davon ausgehen, dass wirklich jede Base exakt genauso aussieht. Also die Leute, die hier einen Paintjob machen, die halten sich schon wahnsinnig an die Vorlagen. Das ist schon irre. Und guckt mal, um die Eier drumherum ist auch noch sowas wie so ein kleiner, schmaler, gelber Strich. Ob sich das jetzt aus der hellgrauen Farbe und diesem Braun ergeben hat, kann ich euch nicht sagen. Aber sieht aus wie ein extra gelber Strich. Schon witzig, ne? So, dieses Loch, da kommt dann dieser Acrylstab rein, wo wir unseren Oviraptor gleichzeitig befestigen, damit er nicht auf seine Eier fällt, ne? Wäre ja schlecht. Wen es interessiert, die Base hier hat in etwa eine Länge von knapp 8 cm. Den Rand hier haben sie in Anthrazit gelassen und hier unten sieht man auch wieder Colorata und Oviraptor. Okay, so sieht's aus. Ich denke mal, mehr muss ich dazu nicht sagen. Nicht allzu hoch, nicht allzu groß. Gerade passend für unseren Dinosaurier hier. So, und so sieht es original aus. Und wie ich schon sagte, also das steht der Abbildung in überhaupt gar nichts nach. Finde ich interessant, dass denn hier oben komplett weiß gemacht haben und zeitlich wird das Ganze dann braun. Der Kopf ist hier natürlich sehr auffällig. Gerade dieses Horn, was hier oben raussteht mit diesen schwarzen Streifen, haben sie cool gemacht. Auch das Nasenloch haben sie extra noch mit schwarz bemalt. Super. Und was mir übrigens sehr, sehr gut gefällt, sind die Augen. Denn sie haben hier wirklich einen Lackstift genommen, also eine glänzende Farbe, sodass das alles relativ lebendig aussieht. Und
Die Pupillen sind auch schön mittig getupft. Ne? Gelbes Auge, na wobei, ganz gelb würde ich nicht sagen. Ist auch eher so senffarben, hat einen leichten goldenen Schimmer. Und schön mittig darin die Pupille, schaut leicht nach vorne. Gut, dann haben sie hier noch einen schwarzen Eyeliner drumherum gemacht. Das wirkt richtig, richtig gut. Dann kommt blau, dann kommt braun und hier die Haut zwischen Ober- und Unterkiefer haben sie hier extra auch nochmal in einer helleren Farbe bemalt. Das ist schon cool. Ihr seht den Schnabel innen drin. Das Fleischige haben sie in einem netten Altrosa bemalt. Die Zunge ist hier in einem Braun. Also das Farbschema ist schon nett gemacht. So hier der Schnabel mal, der Kopf von vorne nicht zu breit, nicht zu schmal und die Augen leicht nach vorne gerichtet. Ja, also das haben sie schon echt klasse gemacht. Dann hier so ein bisschen eine Kehlwamme, die haben sie extra auch nochmal in diesem Braun bemalt. Na, obwohl, das ist schon wieder noch eine andere Farbe, ist eher so ein bisschen fleischfarben. Ja, dann hier natürlich relativ einfach ein bisschen so die Federn angedeutet. Also man sieht jetzt hier am Schnabel oder am Kopf nicht großartig irgendwie Schuppen oder sowas. Das wurde hier relativ grob angedeutet, aber reicht absolut für eine Figur von der Größe, ist das total ausreichend. Ich meine, mehr erwartet man von diesem Hersteller ganz einfach nicht, ne? Aber die sind wirklich sehr, sehr reizvoll. Also wenn ihr sie mal echt vor euch habt, dann wisst ihr, was ich meine. So, dann sieht es auch aus, als ob die Federn hier einen richtigen Überhang haben auf dem Rücken, ne? Die kommen hier so richtig dick und flauschig rüber. Das Ganze setzt sich wirklich fort bis zum Schweif. Also ein richtiger Federüberhang. Das gefällt mir also richtig gut. Ihr könnt sehen, hier wird es richtig dick. Also richtig abgesetzt in dieses Braun, in das Seitliche. Auch hier so eine ganz grob angedeutete Federstruktur zu erkennen. Und hier setzen sich die weißen Federn hinten ein bisschen fort. Das erinnert etwas an unser Vorgängermodell. Ne? Das wurde hier ein bisschen ähnlich gemacht. Genauso wie hier. Ebenso die Federn an den Vorderarmen haben sie auch weiß bemalt, aber noch ein bisschen Kontur mit Schwarz gesetzt. Das ist okay, sieht auch gleichzeitig ein bisschen aus wie ein Muster. Ja, dann die Krallen auch wieder schön gespreizt. Die Spitzen haben sie schwarz bemalt und witzig, dass sie hier extra noch so Linien, so Querstriche reingemalt haben in einer anderen Farbe. Und selbst der Ansatz hier ist extra noch gelb bemalt. Gelb, dann eher so ein Olivgrün mit so braunen Streifen. Das ist schon Hammer, was die da für einen Aufwand gemacht haben. Ne? Die haben ja sogar richtig so einen gelben Armreif hingemalt. Ne? Ist ja interessant, auf der Seite genauso. Ist also alles gewollt. Hier seht ihr unterhalb dem Schwarz noch ein bisschen von diesem Oliv, ist das hier auch? Ja, tatsächlich, guckt euch das an. Der Hammer. Auch hier innen haben sie mit Schwarz und Oliv noch ein bisschen gemalt. Und interessant, dass dieses Weiß hier bis in den Brustbereich reingeht und dann geht es hier weiter in diesem Olivgrün. Ich kann mich hier nicht entscheiden, soll ich Olivgrün sagen oder Hellbraun? Ne? Das ist irgendwie so eine Mischung und geht irgendwie so ineinander über. Hammer. Und die Unterseite von den Füßen haben sie wieder in einer anderen Farbe bemalt. Das ist ja echt krass. Die Krallen hier auch noch schwarz. Ja, dann die Füße hier noch ein bisschen mit diesen breiten Querschuppen versehen. Und überall halt diese Federstruktur. Ja, auch dieses Bein haben sie ein bisschen anders modelliert. Das ist ein bisschen mehr angehoben als das andere Bein. Ihr seht ja, dieses Muster ist relativ einfach modelliert. Wurde noch von Hand modelliert, das sieht man ganz klar. Aber man kann echt nichts sagen. So, auch hier läuft der Schweif eher in breite Federn aus. Auch hier haben sie noch ganz dünn mit Schwarzstriche reingemalt. Auch cool, dass man hier noch diesen Schwanzkeil sieht. Oder wie auch immer ich dazu sagen soll. Ist ja witzig. Ja, auch schön, wie hier die Farbe ausläuft in die Federn rein. Und nochmal ganz zart mit Anthrazit umrandet, ne? Ist schon Hammer, was die hier für einen Aufwand betreiben. Darum haben sie auch echt ihre Anhänger. Kann ich gut verstehen. Gut, okay. Ich denke mal, allzu viel brauche ich dazu auch nicht mehr sagen. Schön noch der Schnabel mit Gelb und Schwarz. Also ein schönes Muster, ähnlich auffällig wie seinerzeit das Modell von Safari Limited. Das ist ja immer noch eines meiner absoluten Lieblings-Oviraptor-Modelle. Ganz klar, bis heute. Und das hat halt auch Maßstäbe gesetzt. Ne? Seither machen alle Hersteller halt extrem bunte oder auffällige Köpfe, wenn man Oviraptor-Modelle sieht. Also da lässt sich mittlerweile echt niemand mehr lumpen. Ja, von den Farben her echt nettes Modell. Auch die Stellung, die Haltung absolut okay. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das ganze Ding hier auf der Base aussieht.
Und dann werde ich auch noch kurz nachmessen, wie groß dieses Modell hier ist. Ne? Ja, ihr wisst ja, hier wieder so ein Acrylstäbchen, einfach so ein bisschen drücken. Und dann fällt es auch schon ab. Ne? Nämlich genau auf dem Boden, auf eine Stelle, wo ich es nicht sehe, weil das Ding hier einfach durchsichtig ist. Eieieiei. So, also als erstes stecke ich es ihm mal wieder hier in den Bauch. Oh, der arme Oviraptor, ne? So, bisschen drücken, okay. Dann haben wir schon mal die Höhe. Und dann können wir mal gucken, in welcher Höhe ich es in etwa abschneiden muss. Immer dran denken, dass das Stäbchen hier noch ein bisschen reingeht, ne? Ein paar Millimeter muss man dran denken, nicht, dass man zu viel absäbelt. Lieber zwei, dreimal schneiden, bevor man zu viel abschneidet. So, ich würde sagen, hier werde ich es mal cutten. So, na, dann werde ich mal probieren, ob das von der Länge her geht. Okay, vorsichtig, damit die dünnen Stäbchen nicht brechen oder sich verbiegen. Ja, das ist eigentlich ganz okay so. Na, das sieht doch gar nicht schlecht aus, oder? Unser Oviraptor gerade in der Bewegung über seinem Nest. Entweder er will es gerade schützen, irgendwas kommt vielleicht von der Seite, von vorne, von oben. Und er wirft hier seine Arme schützend über sein Gelege. Oder er hat sich gerade erhoben und zack, rennt davon, weil er aufs Klo muss. Keine Ahnung, ich meine, die haben immer ein bisschen so einen gestressten Gesichtsausdruck, oder? Was meint ihr? Auf jeden Fall ein echt schönes Modell. Also, da kann man gar nichts sagen. Ist echt gelungen, auch vom Farbschema her. So, was haben wir denn hier für eine Höhe? Die Höhe ist natürlich, ja, je nachdem, wo ihr das Stäbchen abschneidet. Ich komme hier auf ein bisschen über 7,5, 7,7 Zentimeter in etwa. Und von der Länge her sind wir hier bei knapp 14 Zentimeter. So, dann stelle ich doch gleich mal den Deinonychus gegenüber. Schaut euch das an. Krass, oder? Und hier sehen wir natürlich auch gleich das Problem an dieser Szene, ne? Er möchte Eier, sie hat Eier, sie möchte sie aber nicht ihm geben. Tja. Von dem her passen die Gesichter optimal, ne? So, ich stelle die mal nebeneinander und ich finde vom Größenverhältnis ist das auch absolut passend. Ne? Deinonychus circa bis 4 Meter Länge und der Oviraptor circa 3 Meter Länge. Also tolle Farbschemen, passen toll zusammen und ja, vielleicht haben sie auch deshalb den Boden dieses Mal in dieser Serie so hell gemacht, dass einfach hier irgendwie ein Zusammenhang ist. Ne? Nämlich, so sieht der Boden von unserem nächsten Modell aus, was wir uns im kommenden Video anschauen. Ja, welcher das ist, das sage ich noch nicht, lasst euch überraschen. Und ja, wie schon gesagt, ich werde auch noch rundherum Videos machen, die werde ich aber dann nochmal extra irgendwie hochladen und die Figuren dann entsprechend vergleichen. Okay, also ich finde, die passen doch schon mal richtig schön zusammen. Unser Oviraptor, sehr schönes Modell. Ich finde, relativ einfach von der Skulptur her, aber passend, ist schön geworden. Im Stil der anderen Colorata-Figuren. Absolut passend und auch das wieder ein sehr, sehr nettes Vitrinenstück für Dino-Liebhaber und Liebhaberinnen, ne? Ihr wisst Bescheid. Okidoki, dann würde ich sagen, war es das dazu. Mit dabei in dieser tollen Box natürlich auch dieses kleine Beiheft mit Daten, Fakten, Fundorten zum jeweiligen gefederten Dinosaurier. Toll, toll, super toll. Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen. Ich sage ciao, tschüsschen, bis zum nächsten Mal, euer Rupi. Yay! Yeah.